Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich das Problem löst, wenn der Spülkasten nur langsam vorläuft und die Befüllung einfach viel zu lange dauert. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Meist ist das Problem, dass unsere Zuleitung zum Spülkasten entweder verstopft ist oder auch die Hutmembran vom Schwimmerventil kaputt ist. Und um da ranzukommen, müssen wir zuerst mal unseren Spülkasten öffnen. Bei der Firma Geberit geht das ganz einfach, da muss man die Drückerplatte jetzt etwas nach oben drücken und dann kann ich sie oben nämlich auch schon ganz einfach nach vorne wegziehen und nach unten entnehmen. Darunter befindet sich unser Befestigungsrahmen und da haben wir auf der linken Seite mal so einen blauen Keil, den wir einfach nach oben ziehen können, genauso den auf der rechten Seite nach unten und dann müssen wir diese weißen Haken hier mal noch dementsprechend in die Mitte hineindrücken und danach können wir nicht auch schon unsere Platte ganz einfach nach vorne herausziehen. Zum Schluss haben wir noch unsere Schutzplatte und da haben wir hier oben mal noch zwei solche kleine Haken, die wo ich einfach mal etwas nach unten drücke und anschließend auch schon nach vorne hebeln kann. Danach noch hier unten aufpassen, das sind zwei solche kleinen Nasen, die gebe ich jetzt etwas weiter nach oben und schon ist auch die Schutzplatte draußen und wir können das Innere von unserem Spülkasten sehen. Bevor ich weitermache, schließe ich erstmal mein Zulaufventil im Uhrzeigersinn. Hierfür ist entweder da oben so ein blauer Griff, den ich einfach mal im Uhrzeigersinn ganz zudrehe oder auch mit einem Schlitzschraubendreher hier hineingehen kann und das Ganze schließe. Als nächstes den Spülkasten betätigen, dass das ganze Wasser auch wirklich aus diesem mal rausläuft. Und wenn es dann passt, dann können wir mal noch unsere Drückergarnitur ausbauen. Hierfür haben wir unten noch so einen kleinen, ich nenne es einfach mal Hebel, da kann ich jetzt halt etwas dagegen drücken, dann kann ich es auch schon etwas nach oben hin rausziehen und muss natürlich mit Gefühl das Ganze auch noch heraushebeln. Danach die Verschraubung hier oben entweder mit einem passenden Gabelschlüssel oder wie bei meinem Modell mit einer ganz normalen Wasserpumpenzange einmal etwas gegen den Uhrzeigersinn lösen, das sollte auch schon reichen und dann per Hand weiter abdrehen. Hier muss man aber auch aufpassen, dass sich darunter eventuell noch eine Gummidichtung befinden könnte und die sollte natürlich auf gar keinen Fall irgendwie in den Spülkasten gelangen. Als nächstes können wir auch schon unser Schwimmerventil entnehmen. Hierfür habe ich bei meinem Modell hier hinten zwei solche blauen Haken. Die kann ich jetzt etwas zusammendrücken und dann ziehe ich das Ganze nämlich auch schon mit Gefühl einmal nach oben raus und jetzt ist es wirklich einfach eine Fummelarbeit. Da müssen wir nämlich schauen, dass wir natürlich das Schwimmerventil irgendwie aus unserem Spülkasten herausbekommen. Im ausgebauten Zustand sollten wir zuerst einmal diese große weiße Überwurfmutter hier öffnen. Dafür am besten wir mit einer Wasserpumpenzange ansetzen, das Ganze gegen den Uhrzeigersinn drehen und den Rest können wir dann natürlich auch wieder per Hand machen. Nun kann es je nach Modell sein, dass sich zum Beispiel hier oder auch auf der anderen Seite noch ein Sieb befindet und wenn dieses Sieb natürlich irgendwie mit Schmutz zugesetzt ist, dann kann das auf jeden Fall der Grund dafür sein, dass sich dein Spülkasten sehr langsam nur noch füllt. Dann würde ich das Sieb auf jeden Fall ausbauen und einfach mal unter fließendem Wasser reinigen. Bei vielen Herstellern können wir oftmals jetzt die Hutmembran auch schon genau hier drinnen sehen, dann müssten wir diese einfach mal herausnehmen und könnten daran vielleicht schon erkennen, dass irgendwie zum Beispiel die Dichtung kaputt ist. Bei Geberit schaut das Ganze jetzt halt schon etwas anders aus. Da ist das ganze blaue Teil hier hinten. Deswegen erstmal hier vorne dieses Teil leicht abstöpseln. Natürlich vorsichtig, nicht, dass wir irgendetwas auseinanderbrechen. Und dann können wir dieses blaue Teil einmal noch gegen den Uhrzeigersinn etwas drehen. Das sollte bei mir auch schon reichen und dann entnehme ich es hier hinten einfach mal und darunter können wir dann auch schon unsere entsprechende Hutmembran erkennen. Diese ist einfach ein Verschleißteil, was über die Jahre gerne mal kaputt gehen kann und falls du natürlich dann eine neue benötigst, einfach mal beim Hersteller nachfragen, der weiß auf jeden Fall, welche bei deinem Spülkastenmodell jetzt genau hineinpasst. Wenn du dir also eine neue zugelegt hast, diese entweder wie gesagt hier vorne wieder richtig rum hineingeben oder wie bei mir in meinem Fall das Ganze einmal auf dieses blaue Bauteil hinaufgeben, dann kann ich es auch schon mal grob hier einsetzen und muss es natürlich noch um ein paar Grad nach oben drehen, dass es auch wirklich schön fest ist und danach noch diesen Stift auch wieder dementsprechend einrasten lassen. Als nächstes den Panzerschlauch wieder in unser Schwimmerventil hineingeben und schon mal schauen, dass wir das Ganze per Hand auf jeden Fall im Uhrzeigersinn festdrehen können. Danach mit der Wasserpumpenzange noch etwas stärker anziehen. Und wir können unser Schwimmerventil auch schon wieder in den Spülkasten hineingeben. Wie gesagt, da muss man einfach schauen, da man relativ wenig Platz hat. Danach diese zwei blauen Haken hier hinten wieder nehmen. Dementsprechend in unsere Halterung hineingeben.
und danach unseren Panzerschlauch mit entsprechender Dichtung wieder auf unser Füllventil im Uhrzeigersinn schon einmal per Hand draufschrauben und danach wieder mit der Wasserpumpenzange das Ganze noch etwas fester anziehen. Nun die Drückergarnitur wieder einsetzen. Wichtig ist, dass diese zwei Nasen hier auf jeden Fall auch in die zwei entsprechenden Löcher wieder hineinpassen. Deswegen das Ganze einfach mal mit etwas Gefühl machen. Bei mir schaut es doch relativ gut aus. Und dann wieder hier vorne das Ganze auch sauber einrasten lassen. Im nächsten Schritt das Füllventil wieder aufdrehen. Hierbei ist wichtig, ich würde es auf jeden Fall mal komplett gegen den Uhrzeigersinn drehen und am Ende wieder circa eine halbe Umdrehung zurück. Dadurch bleibt das Ganze nämlich auch länger gängig und normalerweise sollte man jetzt auch schon hören, dass sich der Spülkasten wieder auf jeden Fall deutlich schneller auffüllen lässt. Bei mir schaut es auf jeden Fall super aus. Das Schwimmerventil funktioniert wieder einwandfrei, weswegen jetzt auch schon unsere Schutzplatte einmal wieder dementsprechend hineingeben können. Hierfür müssen wir hier unten auf diese zwei kleinen Nasen achten. Danach das Ganze einmal hier oben wieder eindrücken. Als nächstes kann ich auch schon meinen Befestigungsrahmen einmal wieder dementsprechend in meinen Spülkasten hineingeben. Hierbei ist jetzt eigentlich nur wichtig, dass wir das Ganze auf jeden Fall schon ordentlich gegen die Fliesen drücken. Danach den einen Haken nach unten, den anderen Haken nach oben und ich kann diese Keile zur Befestigung auch schon etwas stärker reinmachen. Zum Schluss müssen wir noch unsere Drückerplatte richtig anbringen. Hierfür zuerst mal unten gegen die Fliesen drücken. Anschließend kann ich das Ganze nämlich auch schon etwas nach oben heben. Und danach muss ich es eigentlich oben nur noch gegen die Fliesen geben. Wenn ich es loslasse, ist es auch schon fest. Und wir können super sehen, der Spülkasten funktioniert wieder einwandfrei. Und somit haben wir auch schon das Problem gelöst, dass sich diese einfach viel zu langsam auffüllt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine Hutmembran für verschiedene Modelle, eine Wasserpumpenzange oder auch andere Ersatzteile für deinen Spülkasten zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.